Hallo und willkommen zurück bei Outlast. In der letzten Folge haben wir zwei Ventile geöffnet. Ich habe eigentlich auch gespeichert, aber naja, Outlast und Speichern ist Glückssache. Ich habe jetzt gerade eben schon mal das erste Ventil aufgedreht und bin jetzt wieder hierher gerannt und warte jetzt, bis unser großer Freund in die andere Richtung rennt, dass wir dann hier hingehen und das zweite Ventil öffnen. Und dann glaube ich, muss ich aber auch wieder hierher, weil entweder da hinten, doch ich glaube hier in der Ecke, genau, denke ich, müssen wir das Wasser abstellen, um runter zu klettern. Okay, wir hören es rascheln. Ja, das mit den Speicherpunkten ist irgendwie echt nervend. Vor allem bei solchen Abschnitten. Komm. Wo bist du denn? Ah ja, genau, hier was. Gut, hier habe ich jetzt aufgehört. Und es speichert. Schön, dass es. Ich traue mich gar nicht weiterzugehen. Benutze leider um. Hi. Gehst du bitte? Dankeschön. Okay. Jetzt mal kurz gucken, ob er immer noch die gleiche Route läuft.
Wuppdiwuppdiwupp. Nein, 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 nein. Hier kommst du nicht rein, du fette Sau. Aha, du Trottel. Erst spuckte er große Töne, dann schrie er wie ein Mädchen, als er hinter ihm her war. Ja, das kennt man ja. Hi, Gott. Könnte sich die Musik wieder beruhigen? Ich überlege gerade, ob ich jetzt losrennen soll. Ich wollte gerade raus. Niesel. Es wäre jetzt schön, wenn er hier rauskommen würde. Aber ich glaube, so fair ist das Spiel nicht. Nein. Gut. Oh Gott. Ich werde hier mal kurz speichern. Das, wie ich gemerkt habe, ihr gar nicht seht. Denn ich glaube, wir werden jetzt Probleme bekommen. So, du läufst da hinten irgendwo entlang. Ja, geh mal du da. Du bleibst jetzt wohl nicht hier stehen, oder? Doch, bleibt er. Glück. Und du läufst jetzt aber auch nicht hier entlang, oder, mein Freund? Geh weg, geh weg! Geh, bitte. Danke. Aber... Ich trau mich nicht. Ich überlege gerade, wo wir eigentlich lang müssen. Kisten-LP. Ich glaube, wir müssen da hinten irgendwo hin. Hin verflucht. Ich möchte ihm sehr ungern in die Arme rennen, was wahrscheinlich aber auch gleich passiert.
Yes. Oh, Angst, 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 Angst. Alter, ist das dunkel. So. Na, Glückwunsch, du hast es hinter dir. Kann ich mich einfach hier neben dir? Hopp, Kumpel, mach es jetzt gemütlich. Bleib jetzt hier für immer. Ja, eben. Nee. Jetzt allerdings hier der Dicke kommt, glaube ich, dann. Oh Gott, da hängt jemand. Man wird schon verdammt paranoid, weil man immer mal wieder hört, ob man irgendwelche Ketten rasseln hört. Was? Was ist denn das jetzt da? Flucht noch eins. Okay, das war nichts. Hier ist auch nichts. Spontan möchte ich hier nicht hoch. Geh weg, geh weg. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Ich glaube, wir sollten erstmal hier bleiben. Und wie ist euer Tag so? Hallo? Hallo? Eine Batterie, ich will zu der Batterie. Kann ich hier durch? Kann ich hier durch? Nein. Verdammt. Sind wir das oder? Und er speichert. Hallo? 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 Irgendwas sagt mir, dass mir das nicht gefällt. Und Kanalisationen sind sowieso immer... Was? Ja? Echt jetzt? Batterie! Yay! Sind wir gerade nicht von der Seite? Ja genau, das war die Batterie, die ich mir eigentlich vorher schon schnappen wollte.
gut, bin ich froh, dass wir sie jetzt bekommen haben. So. Ich frage mich gerade, ob ich hier eigentlich rein möchte. What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Okay, ich mach. Ja, ich mach hier mal zu. Ich bleib. Geh mal weg da. Falsche Taste. Oh! Ich hab da was vergessen. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Dieser verdammte Ort, ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den wenigen. Entschuldigung, ja, das habe ich doch beim letzten Mal schon vorgelesen, glaube ich. Die Patienten wissen, dass Dr. Wernicke tot ist. Einer fragte mich, welche Experimente führt ein toter Doktor an lebenden Patienten durch? Was ist Projekt Wallrider? Also, du tust mir nicht weh, ne? Nee, ne? Du bist friedlich, ne? Kann ich da... Nee. Okay. Mal kurz hier umgucken, ob ich vielleicht irgendwo noch eine Batterie stückbitzen kann. Nein, hier ist auch nichts. Hast du eine Batterie für mich? Vielleicht? Nein? Na gut. Okay, hier wird gespeichert. Wenn hier gespeichert wird, dann beende ich hier mal die Folge. Oder? Doch, ich beende hier mal die Folge, weil wenn ich sowieso wieder irgendwo anders speichert, lande ich eh wieder hier. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.